Dies ist die Demonstration des GreaseMonkey-Skripts namens Autolink.tebub. Hier eine ganz normale Webseite, und zwar die des O'Reilly Verlags mit Angaben zu einigen lieferbaren Büchern. Dass auch die jeweilige ISBN angegeben ist, macht sich das Skript zunutze. Genau gesagt, darauf basiert es. Ich schalte jetzt die Firefox-Erweiterung GreaseMonkey ein. Damit ist zugleich auch das einzige im Moment aktive Skript Autolink.tebub scharf geschaltet. Dann lade ich die Seite neu. Das Ergebnis, so schnell kann man kaum gucken, ist bereits sichtbar. Die ISBNs wurden von Autolink ersetzt durch Links auf den Katalog der TEBUB. Damit nicht genug. Das Skript hat bereits geprüft, ob die Bücher vorhanden sind und das Ergebnis in die Seite zurückgeschrieben. Ein Titel fehlt, drei sind vorhanden bzw. bestellt. Der Sonderfall beim vierten Buch ist wichtig. Dadurch, dass bereits bestellte, noch nicht vorhandene Bücher auch im Katalog der Bibliothek angezeigt werden, kann Autolink.tebub auch diese Information auslesen und zurückliefern. Mit diesem Gesamtergebnis der modifizierten Webseite kann man jetzt weiterarbeiten, zum Beispiel sie ausdrucken und nach inhaltlicher Prüfung als Erwerbungsunterlage für den fehlenden Titel benutzen. Oder den Link in den Katalog bei einem vorhandenen Titel benutzen, um das Buch zum Beispiel aus dem Magazin zu bestellen. Immer wenn GreaseMonkey mit Autolink.tebub aktiv ist, werden nun beim Laden von Seiten die ISBNs, sofern in der Seite vorhanden, am Katalog abgeprüft. So auch bei Wikipedia-Artikeln, die oft nützliche Literaturhinweise enthalten. Noch bevor ich vollständig nach unten scrollen konnte, sind die vier Titel am Katalog geprüft worden und das Ergebnis in die Seite reingeschrieben. Tja, und das war's auch schon.